Ich grüße euch. Leider habe ich jetzt keine Möglichkeit gefunden, die Kamera aufzustellen und nicht in die Sonne zu schauen. Deswegen müsst ihr mich leider so anschauen. Deswegen, es ist aber nicht der Grund, warum ich einen Hut aufhabe. Das erzähle ich gleich. Also folgendes. Ich habe euch ja heute eine Aufgabe gestellt zum Thema Lüften. Was bedeutet Lüften? Und ich habe drei Beispiele gegeben und dazu möchte ich kurz etwas sagen. Und zwar, wir haben einmal das Beispiel hier, einen Raum lüften. Das macht man, wenn man zum Beispiel, das sind in einem kleinen Raum 30 Leute, die machen zum Beispiel Deutschunterricht und irgendwann ist die Luft schlecht, weil alle atmen und dann gibt es keine Luft. Und dann sagt jemand, können wir bitte das Fenster aufmachen? Wir müssen lüften, es gibt keine Luft. Also die Luft, air, und das Verb dazu ist lüften. Das bedeutet frische Luft in einen Raum reinlassen. Okay? So, das war die erste Bedeutung. Die zweite Bedeutung ist ein Geheimnis lüften. Und zwar, wenn ihr es lernt, müsst ihr bitte wirklich diesen ganzen Ausdruck zusammen lernen. Also nicht einfach nur lüften, sondern ein Geheimnis lüften. Geheimnis ist Secret, Mystery, bedeutet also zum Beispiel das Geheimnis um etwas lüften. Das Geheimnis um, sagen wir mal, eine Freundin von mir möchte jemanden heiraten. Und sie wollen das aber nicht offiziell machen, sondern heimlich, so dass niemand davon weiß. Und ich weiß, dass sie heiratet, aber nicht wen oder wo. Und dann frage ich, könntest du bitte das Geheimnis um deine Hochzeit lüften? Es ist ein bisschen schöneres Deutsch. Es ist ziemlich offiziell. Also man spricht es, man sagt das nicht wirklich so auf der Straße, sondern wenn ihr zum Beispiel eine Geschichte schreibt, dann benutzt ihr eher sowas. Ein Geheimnis lüften bedeutet aus einem Geheimnis kein Geheimnis machen. Also erzählen. Wenn mir die Freundin erzählt, also pass auf, ich heirate den Johannes in Johannesburg, wo sonst, und das ist da und da und dann und dann, das ist es kein Geheimnis mehr. Dann weiß ich, was passiert. Ja, das bedeutet Geheimnis lüften. So, und eine dritte Bedeutung ist der Grund, warum ich den Hut aufhabe, obwohl es ziemlich warm ist. Das ist mein Winterstetson. Genau, den Hut lüften macht man, wenn man ein Gentleman ist. Also ich bin kein Gentleman, aber ich zeige es trotzdem. Dann lüftet man den Hut, also man zeigt den Kopf quasi. Wenn man jemanden grüßt, dann ist man höflich und hier kannst du nehmen. Und genau, das bedeutet den Hut lüften. Also ich kann sagen, wir trafen im Park einen höflichen Gentleman. Also Gentleman kann man auf Deutsch auch sagen. Und er lüftete den Hut, um uns zu begrüßen. Das war die dritte Bedeutung von lüften. Und ich hoffe, ihr habt euch die drei verschiedenen Bedeutungen gemerkt. Dankeschön, bis gleich.